Hallo und herzlich willkommen hier bei EWTN. Wir sind hier live in Rom auf dem Petersplatz. 120.000 Menschen sind in den vergangenen Tagen hier gewesen, um Benedikt XVI. Die letzte Ehre zu geben, um im Petersdom an dem aufgebahrten Leichnam des verstorbenen Papstes vorbeizugehen, um ihn zu grüßen, um für ihn zu beten, um Rosenkranz zu beten. Es sind wirklich wunderschöne Szenen dort. Es ist total bewegend, wie die Menschen von ihm, von diesem geliebten Papst, Abschied nehmen wollen. Und ja, EWTN berichtet live. Wir haben ein umfangreiches Sonderprogramm und ihr könnt es unter www.benedikt.ewtn.de abrufen, könnt dort sehen. Wir lassen das Pontifikat, das Wirken, das Leben dieses großen Theologen, dieses demütigen Christen, dieses treuen Hirten unserer Kirche Revue passieren. Also schaut euch diese Sendungen an. Heute Abend gehen wir in einer großen Sendung live ab 18.30 Uhr. Auch das auf YouTube, auf Facebook und natürlich bei uns im Internetstream. Und ja, bei mir ist Rudolf Gehrig, Korrespondent vom Vatican Bureau von EWTN. Rudolf, wie war das für dich, als du erfahren hast, dass Papst Benedikt verstorben ist? Wenn du magst, können wir auch währenddessen schon mal Richtung Petersdom laufen. Machen wir das. Das war, also ich habe das dann in Rom erfahren. Das war, ich war Gott sei Dank dann rechtzeitig zurück. Das wäre auch so oder so, wäre das geplant gewesen. Weihnachten war ich natürlich zu Hause bei der Familie. Ich bin am 27. habe ich mich mit meinem Cousin und seiner Frau ins Auto gesetzt und meiner Frau sind wir zu viert nach Rom gefahren. Und da hieß es nämlich dann schon, Papst Franziskus hat im Angelus besonders dazu aufgerufen, ja, für Papst Benedikt zu beten. Und dann, wie war das für dich? Also ich meine, Benedikt XVI. Ist für uns alle ein sehr wichtiger Papst. Was für eine Bedeutung hat er für dich, für dein Glaubensleben gehabt? Also ich habe das gestern in der Sendung, die man auf YouTube übrigens nochmal nachsehen kann, bei EWTN, schon mal erwähnt. Für mich war Benedikt so der Grund, wieso ich in der Schule ziemlich viel verbale Schläge einstecken musste. Er war für mich... Also als Katholik, ich habe mich gerne gefetzt. Also vielleicht war das auch so ein bisschen was so Teenager-mäßig ist, dass ich gedacht habe, so rebellische Phase, ich bin katholisch, ich bin irgendwie der Einzige, der noch ministrieren geht. Ich muss das ein bisschen betonen, um mich besonders zu machen. Es waren vielleicht nicht immer die richtige Motivation, aber dann hatten wir einen deutschen Papst in Rom. Und der war für mich sowas, so ein Fels, so etwas, auf das ich mich immer berufen konnte. Ich habe nicht alles verstanden, was er gesagt hat. Ich hab auch nicht immer seine Texte auch verstanden zur damaligen Zeit. Aber besonders in Erinnerung ist mir geblieben, als ich aus dem Weltjugendtag zurückgekommen bin. Wir haben dort alles so Papst-T-Shirts getragen. Das war so ein rotes T-Shirt. Es hatte ungefähr diese Farbe, Märtyrerrot. Ich hätte es ahnen müssen. Und darauf stand eben Pope, I like, mit diesem Daumen. Und das hat große Diskussionen ausgelöst. Und das war jetzt so diese erste Verbindung, die ich jetzt zu Benedikt hatte. Das ist natürlich dann im Laufe der Jahre, hat sich das dann natürlich weiterentwickelt. Ja, es ist mir auch so gegangen, dass ich vieles nicht verstanden habe, was er eigentlich gesagt hat. Aber das ist ja für mich eben auch ein ganz... also einen lauteren Eindruck gemacht hat. Also das, was er gesagt hat, das war so klar, das war so ehrlich. Ich hatte immer das Gefühl, er nimmt einen ernst, aber er bleibt irgendwie bei seiner Position. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich dann angefangen habe, über meine Position nachzudenken. Ich war während seines Pontifikats eigentlich noch evangelisch, bin erst gegen Ende seines Pontifikats dann katholisch geworden, auch gerade weil er so klar war, weil ich dadurch überhaupt erst den Mut gefunden habe, meine eigenen Überzeugungen so zu hinterfragen. Und dann musste man irgendwie feststellen, ja, was dieser Papst sagt, das ist alles so einsichtig, so rational begründet. Es ist nicht irgendwie Blabla, es ist nicht irgendwie ideologisch, sondern es ist halt so wahrhaftig. Und das hat mich super beeindruckt. Und jetzt ist es natürlich irgendwie traurig, aber gleichzeitig ein Riesengeschenk, dass wir jetzt hier stehen dürfen in Rom. Ganz genau. Und wie du sagst, diese Rationalität hat mich auf der einen Seite sehr beeindruckt, aber ich muss gestehen, ich habe versucht, ein paar Jahre Theologie zu studieren. Und da bei uns an der Uni, da wurde vor Ratzinger gewarnt, so, dass es so ein Scharfmacher sei, jemand, der den Glauben irgendwie so ganz, ganz in ganz engen Grenzen sieht. Und wir mussten uns mit anderen Theologen auseinandersetzen. Und plötzlich habe ich dann wieder mal meine alten Ratzinger-Bücher rausgegraben, die ich mal irgendwo auf dem Flohmarkt, weil ich dachte, ich, als guter Katholik sollte man das schon mal gelesen haben. Habe dann immer wieder angefangen, war aber immer zu hoch für mich. Dann plötzlich später im Studium, wir haben dann vorher
andere Theologen, deren Namen ich jetzt aus Pietätsgründen nicht erwähnen werde, gelesen und mich zu Tode gelangweilt. Oder das war, ich musste mein Hirn anstrengen. Und dann, wenn man dann im Vergleich dann mal wieder zu Ratzinger greift, dann dachte ich auf der einen Seite erstmal, wie logisch, wie du sagst, so wie logisch, rational ist das. Aber auch was für eine Poesie hat der teilweise. Also das ist ja wirklich was Verspieltes. Ich meine, da muss man erstmal so ein bisschen reinkommen. Das ist wie wenn man jetzt vielleicht in heutiger Zeit so den Hobbit oder so oder die Herr der Ringe nochmal im Originalsprache liest. Das ist eine Sprache, da muss man erstmal wieder ein bisschen reinkommen. So ähnlich ging es mir da auch. Und dachte mir, was für ein nicht nur kluger Denker, Intellektueller, sondern auch was für ein Feingeist dieser Mensch doch ist. Warst du schon bei ihm? Ja, jetzt hier. Ja, ich war gestern. Gestern habe ich es erst geschafft. Und das war... Boah, also das war schon irgendwie, ich weiß nicht, wir können da werden wir bestimmt heute noch ein bisschen drüber reden, aber das war so, man ist darauf nicht vorbereitet. Also man erwartet ja schon ein bisschen was. Ich war früher bei uns in der Familie, was auch üblich, dass wir uns so von toten Onkels, Tanten, Großtanten, da war ich auch als Kind immer am Sarg und das, ich habe da jetzt keine großen, irgendwie, dass mir das was ausmacht, aber wenn man dann so nochmal davor steht, gerade den Stress in den Tagen davor und einem nochmal bewusst wird, oh, er ist wirklich tot, das ist schon ein besonderer Moment. Ja. Und es ist wirklich auch sehr ergreifend, oder? Wie viele Menschen hier kommen und Abschied nehmen wollen. Ja, und hier winkt unser Kollege gerade, er hat glaube ich auch schon Gäste gefunden. Gehen wir mal rüber. Machen wir mal mit denen. Schauen wir mal. Hallo. Sie sind jetzt hier gekommen, um Benedikt im 16. die letzte Ehre zu erweisen. Genau, richtig. Und dann hatten wir auch großes Glück, als ihr da vorne war, kam Kardinal Müller vorbei. Und ja, wir haben gefragt, ob wir nach vorne dürfen zum Beten. Dürfen wir direkt in die erste Reihe vor Papst Benedikt beten. Eine große Ehre. Ja. Wow, und was war das? Was ist das für ein emotionales, was ist das für ein Erlebnis, da direkt ganz nah bei ihm sein zu dürfen? Ja, weil ich beim internationalen Jugendtreffen war und der war auch nach Köln geflogen, der Ratzinger, und kam und wir durften dann mit den, ich habe die Eltern auch begleitet die ganze Nacht, und dann kam der Josef Ratzinger im Papamobil vorbeigefahren, habe ich fotografiert und dachte ich, jetzt muss ich auch den letzten Gang noch begleiten. Ich wohne jetzt in München und dann sage ich, na, jetzt muss ich hin und habe zufällig noch ein Bahnticket gekriegt, war alles ausgebucht. Sag ich muss dahin, ist ja, ich bin zwar Ultraläufer, ich bin hier schon Marathon gelaufen, hier vorbeigelaufen, in Köln schon 7-mal Marathon, also der ist so schnell gestorben, das geht nicht, ne? Ich hätte dann zu Fuß länger gebraucht, ne? Ja, und hier haben wir uns zufällig getroffen, auch bei der Messe, wir waren vorher noch, um 12 Uhr war Messe drin und das ging ganz schnell. Ich habe auch Unterkunft gekriegt, ne, bei den Schwestern hier. Es ist alles gut gegangen bis jetzt. Und das Wetter auch noch. Ja, das ist einmalig. Ja, und dann, ich kann mir das vor, weil mein Papa, den habe ich auch fotografiert, und der war auch aufgebahrt. Und dann musste ich auch so dran denken, also wenn ich jetzt sterbe, muss der Josef Ratzinger, der Kardinal, muss mir da oben das Tor aufhalten. Ne? Ja, das ist ja vor mir gegangen. Ja, das... Ja, ist ja nicht bestimmt, ne? Aber dass das geklappt hat, weil Ferien sind und ich bin Trainer jetzt in Starnberg bei den kleinen Peoples und großen Leichtathletik. Ja, und dann werde ich denen mal natürlich erzählen, dass ich hier war, ja, in Rom. Also als bayerischer Papst haben Sie da auch einen ganz besonderen, ja, eine ganz besondere Beziehung zu ihm. Ja, ganz genau. Aber jetzt haben wir ja den Nachfolger, das war vorher der Dr. Marx, ja. Und der war in Rheinland-Pfalz, da habe ich vorher ja gewohnt. Ne? Ich gehe heute zu Trier und jetzt folg ich jedem nach. Ich komme auch überall hin. Sie reisen den Bischöfen hinterher. Und, ja, und kriege auch so viel Engel geschützt, ne? Geschickt, ja, von oben, dass man nicht alleine ist. Man ist nie alleine. Und Sie haben jetzt auch spontan beschlossen, hierher zu fahren? Genau, ich hatte auch sehr nah für mich, weil mein bewusstes Glaubensleben fing mit Papst Benedikt an. Johannes Paul II. War ich noch klein, da war ich auch schon immer begeistert von dem, aber nicht so ganz bewusst mein Glauben gelebt. Und durch Papst Benedikt wurde alles bewusster und genau. Und ich durfte auch 5-mal ihn live erleben bei großen Veranstaltungen, in Weltjugendtagen, in Freiburg, in Fatima. Und ja, wollte ihm die letzte Ehre erweisen, hier hinzukommen. Und wie ist das, dort zu sein, neben ihm? Ja, es war sehr rührend, mir kamen auch die Tränen, auf Wiedersehen gesagt, ja, und hoffe mal, ihn wiederzusehen, wenn ich im Himmel bin. Das heißt,
man kann alle nur bemitleiden oder traurig sein für alle, die es nicht mehr geschafft haben, hierher zu kommen. Ja, richtig, genau. Eine große Gnade, dass das hier möglich ist für alle und die noch Zeit haben sollten, unbedingt hier hinkommen. Ja, das Requiem ist morgen um 9.30 Uhr. Das heißt, man muss sich beeilen. EWTN sendet ab 8 Uhr. Das heißt, wer keinen Flug mehr gekriegt hat, wer kein Zugticket mehr bekommen hat oder keine Unterkunft mehr bekommen hat, der kann zumindest über EWTN dabei sein, wenn wir ab 8 Uhr berichten, auch mit ganz vielen Interviewpartnern, die eben auch nochmal ganz eindrücklich darüber sprechen können, was Benedikt für sie bedeutet hat. Ich danke Ihnen. Vielen, vielen lieben Dank. Eine gute Zeit noch und gesegnetes Requiem morgen. Sein Bekannter? Ja, ey, von Facebook. Ich dachte, das Gesicht kennt man irgendwo. Nein, aber tolles Zeugnis. Und wir hatten ja gerade auch darüber gesprochen, sodass es einem dann die Tränen kommen. Bei mir war das, also ich habe mir das mal, es war ja ein bisschen abzusehen, dass Papst Benedikt langsam so schon vorsichtig an die Tür des himmlischen Vaters klopft, um es mal so auszudrücken. Dann habe ich mir vorgestellt, ja, wie wird denn das dann sein? Wie wird das auch emotional für mich sein? Und ich war in dem Moment, saß ich in der Metro mit meinem Cousin und seiner Frau und ich wollte ihnen das Kolosseum zeigen, so Touristenklamotten an, Rucksack dabei. Und dann kam eben die Nachricht aufs Handy und dann musste es schnell gehen. Ich habe meine Frau angerufen, so bitte bring meinen Anzug ins Büro. Ich muss hier schwarze Krawatte, alles, weil wir gehen nachher live auf Sendung. Dann hier noch ein bisschen geschrieben, Leute informiert. Das ging alles so rasend schnell. Und dann hatte ich vor dem nächsten Ausstieg, ich hatte noch so 3 Minuten, da stand ich dann da und hatte nichts zu tun. Und dann kam das so hoch und dann muss ich sagen, das war so, ich habe dann geflennt. Also es war so, ich dachte so, in Italien, da kenne ich keine Sau. Aber ich war dann so da und dachte so, boah. Obwohl es abzusehen war und obwohl, ich kam dann hier hin und einer der Kollegen sagte so, ja eigentlich, wir sollten uns freuen, er ist jetzt da beim Vater, er ist jetzt da, wo wir alle mal hinwollen und er ist auch erlöst worden. Und man sieht es ihm auch ein bisschen an, finde ich, dass er ja sehr gelitten hat oder dass die letzten Jahre bestimmt nicht einfach waren für ihn. Also er ist erlöst und deswegen will ich auch nicht egoistisch sein. Aber das finde ich das Tolle am Katholizismus. Wir haben ja die ganze Bandbreite. Wir dürfen auch traurig sein. Ja, traurig sein, aber vor allem dann auch dankbar. Das ist so ein, also für mich sind die Gefühle ganz gemischt, aber ich habe eben auch gedacht so, naja, natürlich hätte ich ihn gerne noch 20 Jahre um mich rum und hätte dieses Bewusstsein, wenn ich nach Rom komme, dass er da ist, dass er für uns betet, aber das wäre eben auch irgendwie egoistisch, einem Menschen, der so viel getragen hat für uns, das dann auch noch aufzubürden und ihn gehen zu lassen, dankbar zu sein. Ich finde auch vielleicht sein Vermächtnis weiterzutragen. Ich finde also gerade auch, wenn wir jetzt sagen, katholische Medien, da haben wir halt auch eine Verantwortung, oder? Ganz genau. Und wir können jetzt auch, glaube ich, noch gar nicht ermessen, was sein Gebet alles für uns bewirkt hat. Also er war ja, das sind jetzt nicht nur seine Wortäußerungen, sondern auch die, ich meine, er war jetzt länger, wir dürfen ja nicht auf den Platz. Ah, okay. Ja, die Sicherheitsvorkehrungen sind heute ziemlich streng. Man hat offensichtlich irgendwie auch gar nicht mit diesem Andrang gerechnet, ja, dass jetzt schon 120.000 Leute innerhalb von wenigen Tagen gekommen sind. Man hatte ungefähr mit der Menge gerechnet für die gesamte Zeit bis zum Requiem. Und jetzt sind es also jetzt schon 120.000 und man merkt an der Art der Absperrungen, dass die Römer ein kleines bisschen vielleicht überfordert sind mit dieser Menge an Menschen. Ja, wobei es, also für römische Verhältnisse, ich war erstaunt, also wie gut dann manche Dinge dann doch funktioniert haben. Zum Beispiel da, wo wir jetzt stehen, da waren wir vielleicht 20, 30 Minuten, nachdem die Nachricht vom Tod kam. Und dann darf man mal ein bisschen angeben, EWTN waren auch mit die Ersten, die dann hier vor Ort waren, haben schnell alles aufgebaut. Und dann muss man sagen, dann kamen dann die Polizisten und haben dann so peu à peu den Platz geräumt. Übrigens sehr, sehr freundlich, sehr anderen Kollegen habe ich mitbekommen, gesagt, wir haben noch 10 Minuten. Und dann, na gut, die 10 Minuten geben wir euch. Dann kamen die nach 15 Minuten, haben gesagt, jetzt müsst ihr langsam gehen. Und dann so nach und nach, während ja hier noch laufender Betrieb ist, waren ja wahnsinnig viele Touristen hier über Silvester. Und wir sehen das ja auch noch. Das ist ja auch skurril, da hatten wir noch die Krippenszene da, der riesige Weihnachtsbaum. Und da mitten rein stirbt ein Papst, während aber auch noch ein anderer Papst ja noch regiert. Ja. Das ist für uns alle eigentlich eine einmalige Situation. Das hat einfach noch keiner erlebt, selbst der Vatikan nicht. Und dann gab es ja heute Morgen dann noch die Generalaudienz. Hast du davon was mitbekommen? Ich war leider nicht bei der Generalaudienz. Für mich war es so, dass ich eigentlich geplant hatte, mit einer Pilgergruppe
nach Rom zu kommen. Ich hatte also Urlaub genommen eigentlich und wäre jetzt mit der Pilgergruppe vom Neuen Anfang hier gewesen. Und dann habe ich natürlich ganz schnell diesen Urlaub in Arbeit umgewidmet. Natürlich auch, bin natürlich auch sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich so nah dran sein darf. Und da ich heute früh nur die Möglichkeit hatte, mich von Benedikt zu verabschieden, konnte ich dann eben nicht zur Generalaudienz gehen. Ja. Ich habe aber schon gehört, dass Papst Franziskus eben auch Benedikt als großen Katecheten bezeichnet hat. Ja, was für uns, denke ich, auch nochmal ein schönes Zeichen ist, wie sehr auch der Papst ja auch Benedikt wertschätzt, oder? Ja, ganz genau. Und das hatte ja auch schon während des ganzen Pontifikats, oder auch wenn man so die ersten Bilder oder auch die letzten Bilder sieht, wenn die zwei Päpste, das war ja, ich kann mich ja noch erinnern, früher so, es gab in der Grundschule immer zwei Lieblingswitze so von allen Leuten und jeder hatte den gleichen Lieblingswitz. Der eine war: Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Und der andere, sie lacht immer noch, herrlich. Und ich bin so ein Gemüt, rheinisches Gemüt lacht auch über doofe Witze. Und der andere Witz war nämlich immer: Treffen sich zwei Päpste, hahaha. Ha, ha. So, und dann 2013 gab es dann die Situation, man sieht diese zwei Herren in Weiß. Und diese Herzlichkeit zwischen beiden. Oder als sie dann in Castel Gandolfo beide auf dieser Gebetbank waren, die kam ja Papst Franziskus rein und hat gesagt so, nein, hier, die ist noch für dich, hier, Benedikt. Und Benedikt hat schon gesagt, nein, nein, du bist der regierende Papst. Am Schluss waren beide ein bisschen zusammengequetscht. Das ist einfach ein herrliches Bild. Und was mir jetzt in den letzten Tagen immer wieder auch in den Sinn gekommen ist, das wüsste ich vielleicht auch nicht mehr, wenn ich nicht für die Arbeit da hätte recherchieren müssen. Zum Beispiel 2018 in Dublin bei dem großen Weltfamilientreffen, als Papst Franziskus in einer Rede nochmal extra erwähnt hat, diese ganze Missbrauchsaufarbeitung, die die Kirche jetzt macht, so und bei diesem ganzen Schmutz, der ist nicht schön zu reden, aber diese Aufarbeitung, die die Kirche ja fast schon beispiellos, wenn man es mit anderen Institutionen vergleicht, begonnen hat, sagte, das geht auch auf das Wirken Josef Ratzingers zurück, bereits als Präfekt, aber hat Franziskus nochmal explizit gesagt, so, ich fahre jetzt auch so ein bisschen die Ernte ein oder ich kann jetzt das fortsetzen, was dann also den Grundstein, den Benedikt und Ratzinger bereits halt gelegt hat. Ja, das ist vielleicht auch eine Botschaft, die man ganz besonders auch den Deutschen schicken kann. Wenn man in die Medien guckt, dann hat man eben schon so Bemühungen gesehen, wo man denkt, okay, das ist jetzt ein Moment, wo wir alle eigentlich vereint sind in Trauer, in Dankbarkeit und so weiter. Und dann werden da gleich schon irgendwie Versuche gemacht, um ihn zu diskreditieren. Also auch schön, dass gerade der Papst auch das nochmal wirklich für alle gesagt hat, die vielleicht sich medial nicht so gründlich informieren oder die nur sehr einschlägige, nur sehr voreingenommene Medien vielleicht konsumieren, dass er das nochmal wirklich hervorgehoben hat. Ja, ich meine, das ist auch der Job der Medien, eventuelle Schwachstellen zu finden, aber man muss halt fair dabei bleiben und ich bin mir auch relativ sicher, dass vermutlich in den nächsten Jahren vielleicht die Leute dann auch wieder ein bisschen anders darüber denken, weil gerade in Deutschland, da hatte ich die Diskussion mit einem Kollegen aus Österreich, der gesagt hat, ja, was ist in Deutschland passiert? Am Anfang war hier eine Zeitung mit vier Buchstaben, hier, wir sind Papst, ganz groß getitelt. Und was ist passiert, dass die Deutschen jetzt so? Und ich sage, nein, die waren von Anfang an. Das war jetzt mal die eine Zeitung. So. Ich kann mich aber erinnern, eine andere Tage, ja, die Taz, die hat an... Wir nennen keine Namen. Ja, die hat am selben Tag der Papstwahl, glaube ich, eine schwarze, einfach nur eine schwarze Titelseite gebracht. Und oh mein Gott. So, also die Deutschen hatten schon immer ein sehr stranges Verhältnis zu ihrem Papst. Wobei wir jetzt ja auch schon ein Zeugnis gehört haben von Menschen, die wirklich begeistert sind und dankbar. Und es kommen noch mehr. Also jetzt kurz vorher hat mir eine Bekannte noch geschrieben, so, oh nein, so genau in dem Moment, ich könnte heulen. Ich habe die Nachricht bekommen, dass ich keinen Platz mehr im Pilgerbus habe. So, nicht nur aus Bayern, aber da sind, deswegen wird hier wahrscheinlich, es wird morgen noch voller hier sein, ganz viele Pilgerreisende aus Deutschland unterwegs, Pilgerbusse, auch viele Gemeinschaften. Aber jetzt habe ich gerade noch von einem befreundeten Priester, hat mir jetzt geschrieben, da gab es ein bisschen Konfusion, wie machen wir das jetzt mit dem Glockengeläut? Also sein Mason hat jetzt geschrieben, weil in Deutschland hat ja auch alles seine Ordnung. Also auch in Deutschland gedenkt man dem Papst. Und eine amerikanische Kollegin hat mir, die war heute Morgen noch im Petersdom und die hat gesagt, so, ich bin herausgekommen, so, ich habe überall nur Deutsch gehört. So, also die Deutschen sind hier sehr zahlreich vertreten. Das ist schön, ne, um nochmal Abschied zu nehmen. Sehr schön. Man sieht jetzt hier auch wirklich diese Menschenströme, die an uns vorbei strömen, die schon wirklich seit heute früh anstehen, um den Papst zu sehen. Wir sind Römer, wir sind keine Engländer, so eine Queue wie für die Queen kriegen wir nicht hin, aber das bedeutet nicht, dass weniger Liebe oder weniger Hochachtung dabei ist. Die Menschen, ja, nehmen viel in Kauf, um hier vorbeizukommen, um sich von diesem Papst zu verabschieden.
Und du hast ja bereits schon mehrfach darauf hingewiesen, aber EWTN macht hier, also kein Selbstlob, aber wirklich eine gute Arbeit und umfangreiche Arbeit. Vielleicht können wir, sollen wir zum Schluss nochmal rüberschwenken und zeigen, wo du heute Abend auch wieder im Einsatz sein wirst? Ja, das machen wir heute um 18.30 Uhr, gehen wir live mit einer Sendung über Benedikt den 16., sein Leben, sein Wirken, sein Pontifikat. Wir haben spannende Interviewpartner, also schaltet ein und schaut es euch an. Und wir schwenken jetzt einmal kurz rüber zum Set und sehen mal, da ist auch schon Betrieb. Viele Pressevertreter haben sich schon eingefunden und es wird heftig vorbereitet, damit gleich für die Live-Sendung alles fertig ist. Ja, wir danken euch, dass ihr dabei wart, hier bei diesem kurzen Live-Einblick in das, was hier in Rom so passiert. Unser Sonderprogramm gibt es unter www.benedikt.ewtn.de. Dort seht ihr alle Sondersendungen, die wir zu Benedikts Leben und Wirken bringen. Heute Abend ab 18.30 Uhr live aus Rom, direkt hier vom Petersplatz. Und dann morgen ab 8 Uhr mit Vorbericht die Feierlichkeiten, das Requiem und die Exequien für Benedikt den 16. Macht's gut und bis bald.